Gut, Freunde. Also, wir werden jetzt hier... Ja, es ist wieder so ein kleines Rennen gegen die Zeit. Ähnlich wie bei Redstone damals, aber... Bisschen anders, weil jetzt haben wir auch einen Gegenspieler. Es sollte nicht allzu schwer sein, genug Altmetall zu sammeln, um Mira auszubezahlen. Genau, das heißt, wir setzen es ja noch zusätzlich auf Altmetall, auf wiederverwertbare Rohstoffe, weil wir sind ja Bio. Ja. Nee, hoffentlich nicht. Wird auch nicht zu Jim Raynor und seinen Truppen passen. So, da haben wir das da voran. Noch eine Kaserne danach. Durchgeladen und entsichert. Aber sicher. Seht hier. Okay. Jetzt müssen wir aber eigentlich auch gleich unsere neuen Einheiten kriegen. Schrott. Linksklick, um anzusehen. Aha. Bewegen Sie Ihre Einheiten in der Nähe von Deadman's Port gefundenen Schrott, um ihn für sich zu beanspruchen. Er wird damit mit Mineralien in Mineralien umgewandelt. Okay. BBF einsatzbereit. So. Gut, wir bauen ja langsam aber stetig unsere Basis auf. Aber wir sehen schon, dass die Mineralien hier schon recht knapp sind. Und vor allem, dass Orlen ja schon drei Basen hat. Das heißt also, wir müssen rechtzeitig hier expandieren. Ich habe ein kleines Geschenk für Matt und dich dagelassen. Ich bin nicht dazu gekommen, es ihm zu geben, als ihr Jungs das letzte Mal hier wart. Verdammt, Jimmy. Sind das etwa Adler? Gut beobachtet, Tarkas. Mit ihrer Hilfe können wir unsere Basis mit Minen sichern. Das sollte Orlen aufhalten. Sehr geil. Ja, das sind nämlich die praktisch motorradähnlichen Teile. Also Gefährte, mit denen sie früher die Zergs gejagt haben. Die Straße ruft. Boah, ich finde das geil hier. Das ist richtige Biker. Also, ich meine, wir haben ja auch damals schon erzählt bekommen, dass es sehr viele Schwerverbrecher auch sind. Zumindest unter den Original-Terranern. Viele auch zum Tode verurteilt wurden. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal mit den Adlern, weil sie so schnell sind und flexibel, mal ein bisschen auf Suche. So, wir brauchen auch noch Mineralien und wir kriegen hier immer Vespingas anscheinend auch zugeschustert, mehr oder weniger. Diese Schredder produzieren ständig Schrott, den wir wiederverwerten können. Wir sollten hier später noch einmal nachsehen. Okay. Genau, und das nächste, als erstes nehmen wir mal die Äxte gleich ein. Oh, das war's. Muss man ein bisschen geschickter machen, nicht aber noch reinstellen. So, zack. So, dann nehmen wir unsere Marines noch dazu. Hier haben wir die Kaserne, die wir auf 1 nehmen. Die Fabrik nehmen wir auf 2. Bauen wir erstmal Moradas 2 Stück. Und Depots, nice. Schön, dass ich die wieder mal vergessen habe. So. Da möchte ich erstmal nicht hin, erstmal nach oben. So. Machen wir mal die Basis kaputt. Ein Feuerfresser. Einer wird nicht viel machen. Erstmal die ganzen Arbeiter kaputt machen. Dass wir im währenddessen ein bisschen ausbremsen können. So. Na komm, Depot bitte schneller. So, gleich der nächste. Haupthaus wird hier gemasht. Ist halt die Frage, baue ich jetzt auch eine neue Expansion oder warte ich, bis die ausgelaufen ist? Ich glaube, ich warte, bis die hier ausgelaufen ist, weil die hat echt nur noch wenig. So. Sehr schön, sehr schön. Schön zum Aufholen. Aha. Ah, ein Protoss-Relikt. Nice. Zack, zack. Sammeln wir alles ein, nehmen wir alles mit. Sehr schön, wir sind in Führung sogar schon. Wow. Okay, was haben wir hier links noch? Erstmal ein paar Einheiten. Luftwaffe geschützt. Ciao. Gut. So, nochmal ein Depot. Die setzen wir mal hier hin. Ich kümmere mich drum. Alles
das da mal. Wobei. Halt. Wie wär's denn mal mit helfen? Das setzen wir hier nicht, dass sie irgendwie eine falsche Route nehmen. Jawohl. Okay, haben wir wieder einen Schredder. Sehr gut. Noch mehr Schrott. Rainers Raiders, die Profimüllmänner, Freunde. Recycling vom Feinsten. Alles nur für die Info von diesen Adjutanten, ey, wenn sich das mal nicht lohnt. Oh. Okay, da müssen wir mal ganz kurz zurück. Ah, nicht da rum, nicht so rum, nicht so rum. Und hier geht auch mal zurück. Mann, ey. Kommen Sie fort. Sicher. Los, los, los! Blockt sie, blockt sie. Da kommt die Hilfe, jawohl. Kaboom, Baby. Nice. Gut, hier müssen wir dann doch ein bisschen was sichern. Aber es waren ja nicht viele. Ich glaube, ich baue jetzt hier einfach nur einen Bunker. Aha. So, und hau da ein paar Marines rein. Und gehe mit denen wieder auf Exkurs, weil ohne Scheiß, Mann, das muss schnell gehen. So, und noch ein Depot hin, um zuzumachen. Und Depots sind nie schlecht. So, und hier sehe ich noch ein Produkt, sehe ich gerade, ja. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall mal drei Marauders, ein paar Marines dabei, auch noch ein paar Adler. Nice, okay. Gucken wir weiter. Was es hier noch so gibt, ist halt nur die Frage, wie oft werden diese Schredder resettet? Da haben wir eine Basis oder sowas ähnliches zumindest. Gut. Also hier sehen wir auch wieder wirklich, dass die Moradas sowas von wichtig sind. Oh. Na? Immer mit der Ruhe. Wir haben drunter, okay. So, da gehen wir erstmal auf den Bunker. Oh shit, nee. Das, da verlieren wir zu viel. Ich hab hier ein kleines Was? Geschenk für dich. Oh, da spielen wir ein paar Verluste ein, Freunde. Bingo! Verstanden. Was bringt das denn jetzt? Aber sicher. Yeah! Das war der Atombombe, Freunde. Nuklearer Abschluss. Beste. So, den füllen wir jetzt mal voll. So, den BBF machen wir bitte wieder raus. Einfach Bescheid geben. Da war ja gar keiner. Okay, dann brauchen wir jetzt eine neue Eskorte. Bringt nichts. Okay. Damit haben wir wieder ein bisschen was eingebüßt, leider. Aber mit denen kommen wir wieder zum Schredder. Und dann ein bisschen was gut zu machen. Der geht dann weiter zu dem Schredder. Und dann machen wir gerade von links, also praktisch so linksrum weiter. Ich würde sagen, an einer Stelle verteidigen wir einfach, aber... Ja. Aber jetzt ist ja gerade der Orden wieder mit 500 Mineralien in Vorsprung. Was? Warum das denn? Und was hat denn der jetzt Schaden gekriegt? Hm. So, gehen wir zu dem Schredder nochmal. So. Bereit machen, Jungs! Hier komm ich! Freu mich schon drauf! So, hoffen wir mal, ob das, dass es klappt hier. Noch ein bisschen Schrott, nochmal 250 Schrott. Ja, so haben wir ziemlich gut aufgeholt jetzt. Bin mal gespannt, was hier oben ist. Weil da oben geht es ja auch noch weiter. Gibt es ja irgendwas ganz krasses? Hm, hoffentlich verzetteln wir uns jetzt nicht. So, gehen wir mal mit der kleinen Eskorte hier hin. Jetzt geht's rund. Bingo! Aha. Das können wir auch noch verhökern. So, zack, zack. Und ein Protoss Relikt. Forschung, Relikt, was auch immer. Hier haben wir auch noch ein bisschen Zeug. Bitteschön. So. Genau. So, wie sieht's hier aus? Hm, schade, das haben sie schon wieder bewacht. Verdammt. Selbstverständlich. Guck mal, hier haben wir auch noch ein paar bisschen Schrott. In Ordnung. Zack, 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 zack. Jawohl. Und noch mehr Schrott. Nice. Okay, Leute, sieht gut aus. Jetzt geht das hier leider zur Neige. Dann gehen wir doch gleich zu unserem neu erworbenen Mineralienfeld erschöpft. Von mir aus. Teil hin. Basis wird angegriffen.
Hey, was soll das denn jetzt? Los! Gut, wir sichern hier. Gehen mit denen hier weiter. Freu mich schon drauf. Oh, es geht los. Wir dürfen jetzt nicht zulassen, dass der Orle nochmal aufholt. Wird gemacht. Ei, ei, Sir. Zack. Bingo. Zack. Sicher. Und zack. Hier komm ich. Immer weiter Schrott sammeln. Ich kümmere mich drum. Okay, passt. Wahnsinn. Geben mir immer noch zwei Basen. Kann's kaum noch erfahren. So, du hältst jetzt bitte hier hin. Nur zu. Und dann sammeln wir wieder fleißig Mineralien weiter. Abmarschbereit. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal mit unseren Einheiten, die vielleicht auch mal nachproduzieren sollten, wäre so eine Idee. Mit denen gehen wir hier hin, die nachproduziert werden. Die anderen treffen sie jetzt hier und gehen hier links weiter, dass wir hier weiter produzieren können. So, genau, und ihr macht weiter. Da haben wir noch irgendwelche Typen hier rumspringen, hier sind sie. Okay. Ah, da ist noch Schrott. So, gut. Hier geht's weiter. Oh Mann, das wird aber ganz langsam knapp hier nämlich. Wir sollten echt hier noch eine Basis eigentlich zerstören, ne? Also wenn sich das jetzt mal nicht gelohnt hat, dass ich die hier angegriffen habe, dann weiß ich auch nicht. Jawohl! So. Kaum noch erwarten. Zack. So, die haben wir. So, das sieht gut aus. So, alle auf den... Alter, wie die fallen. Ne, hier mache ich nicht weiter. Hier verliere ich zu viel. Los geht's! Zeit auszurücken! Bereit machen, Jungs! Abmarschbereit! Komm, ihr trefft euch jetzt mal hier. Das klappt soweit. Sehr gut. VBF. Habe ich kein VBF mehr hier. Schade. Dann nehme ich jetzt mal einen weg. Oh Mann, ey. Also entweder ich mache jetzt hier gerade grundlegend was falsch oder ich habe gerade einfach nur... Na, weiß auch nicht. Nee, also ich hätte einfach diese Basis nicht angreifen sollen. Das ist einfach viel zu viel, was da steht. So. Dahin, da, den da noch, genau. So. Und wir sind wieder in Führung. Nice. So. Also jetzt noch eine Basis einzunehmen wäre Schwachsinn. Wir sammeln jetzt einfach nochmal ein bisschen Schrott ein. Zack. Genau. Und dann sind wir 400, über 400 im Vorsprung, das dürfte reichen. Das heißt eigentlich nur noch abwarten und Tee trinken. VBF, du reparierst das, okay. Du gehst jetzt nochmal das Schrott hier einsammeln. So, mal ganz kurz die Kamera neu starten. So, alles da. Abmarschbereit. Wahnsinn. Freu mich schon drauf. Ne, der Abstand bleibt. Sieht relativ konstant aus. Aber hier ist noch ein bisschen Schrott, dass es ein bisschen schneller geht hier. Immer mit der Ruhe. Bang. Positiv. Müll sammeln. Ich frag mich aber, ich habe leider nur zwei von drei Relikten, ne? Bin ich das noch? Oh Mann. Ja, das interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Denn wir haben es geschafft. Das eine Relikt ist leider auf der Strecke geblieben. Schade. Na gut, Mira. Wir wissen beide, dass du mich über den Tisch ziehst. Aber ich werde dich trotzdem anheuern. Meine Truppen unterstehen deinem Befehl, Jim. Ich bin so froh, dass ich jetzt auf deiner Seite stehe. Und auf Matthews. Du hinterhältige Kleine! Ich werde dir zeigen, was mit doppelzüngigen Falschspielern passiert! Oh, es geht sogar noch weiter. Krass. Kann's kaum noch. Also, es ist auf unserer Seite. Wir haben eine Basis mehr. Okay. Können wir die fallen lassen? Ich weiß nicht. Mann, ey. Ist das ein Pisser. Okay. Das ist eine ziemlich fette Basis. Jetzt ist wahrscheinlich erst der Angriff geplant, verstehe, okay.
Wow, ey. Gut. Ja, also ganz fallen lassen können wir die Basis jetzt nicht. Denke ich mal. Deswegen geht's jetzt los. So, die Mira ist jetzt auf unserer Seite. Wir kontrollieren ihre Streitkräfte, Freunde. Ja, und irgendwie durch ein verfälschtes Kartenspiel anscheinend ist irgendwie mit Matthew, also mit Matt Horner, in irgendeiner Weise liiert. Okay. Mein Typ wäre sie nicht. Wer es mag. Ich stehe nicht so auf Roboteraugen. So. Dann sammeln wir noch ein bisschen Schrott ein. Ja, weil wir haben hier ja auch eine komplette Basis. Eigentlich total easy. Okay. Da würde ich sagen, Marines Marauders. Haben wir ja alles eigentlich. So. Stellen wir mal vor die Basis. Ah, eine Streitkraft, die ist so mega. Die ist so mega. Ja, also können wir richtig Gas geben jetzt hier. So, alles freischaufeln. Das ist ja auch. So, nach hier vorbei. Zack. Der pennt da vorne. Ciao. Okay. Damit dürfte er erstmal ein bisschen Ressourcenprobleme kriegen. Was habe ich denn gemacht? Die wollte ich doch gar nicht. Ah! Marines waren nicht die... Tatsächlich, ich habe mich verdrückt. Was soll denn der Scheiß? Hallo? Peng, 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 peng. Kisser. Mann ey, das ist jetzt geil. Vor allem, das sind alles aufgemotzte Einheiten. Das sind alles Söldner, die wir halt auch anheuern können. Kaboom, Baby. So, Baby. Jetzt geht's los. Zack. Also, wir haben also auch immer noch Chance, die Relikte zu finden. Also, das letzte zumindest. Zack, 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 zack. Cake. Irgendwie geht es dann recht langsam, muss ich sagen. Ach, da oben geht's weiter. Hoppla. So. Noch mehr Schrott. Schrott, Schrott, Schrott. So. Okay. Dann... Okay, da ist schon die erste Basis. Oh, das ist ein Dixie-Klo. Dixie-Klos. Was war das denn? Oh, fuck. Oh, fuck, ich weiß schon, was es ist. Ja, Siege-Tanks sind hier. Gut, also von unten dürften ja keine Angriffe mehr kommen. Wir müssen jetzt echt alle von hier kommen. Wo ist das letzte Protoss-Relikt, frage ich mich. So, die kommen jetzt mal von hier. Was haben wir hier? Oh. Die können auch dazu kommen. Ich glaube, ich brauche mal ein paar Ärzte. Zack, zack, zack. Ja. Kurzen Prozess. So. So, Freunde. Jetzt geht's los. Ich denke, damit können wir uns blicken lassen. Okay, hier kommt eine nukleare Sprengung. Da müssen wir ganz weit weggehen von. Oh Mann. Abstand nehmen, Freunde, Abstand nehmen. Komm hier. Peng. Ist das Leben bedrohlich?
Ich kümmere mich drum. So. Ah, da ist das Protoss-Relikt, hab's gesehen. Haha. So, ihr holt euch das mal schnell bitte. So, zack, zack. Jetzt haben wir Feuerfresser. Abwehrgeschütz. Siege Tank. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen. So, wie geht's hier voran? Okay. Goliath noch. Bang. Gut, Leute, das sieht sehr, sehr gut aus. Was ist das denn? Oh, wow. Das ist ein Kreuzer. Und was für einer. So. Mal sehen, ob ich das nur mit Marines schaffe. Halt mal, das ist doch ein Goliath. Genau. Ja, der schießt ja auch. Genau, so funktioniert das doch gut. Sehr schön. Okay, langsam bräuchte ich Nachschub. So, machen wir nochmal ein paar Goliath-Ads. Direkt hier hin. Ein paar Marauders und Marines. Kommt noch was? Seht ihr? Zack, 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 zack. Nächstes. Ja, Leute, ist eigentlich nur noch abreißen angesagt. Also da kann er sich auch nicht mehr aufbauen. Nur noch eine Frage der Zeit, bis wir es haben. Kein Problem. So, Flughafen auch erledigt. Jetzt bin ich wirklich gespannt halt auch, was dieser Adjutant dazu zu sagen hat. Das finde ich eigentlich ganz raffiniert, dass man einfach sagt, okay, wir expandieren die Mission noch ein bisschen. Das Relikt hätte ich fast vergessen. So, und damit haben wir alle Relikte gefunden. Sehr gut. So. Und da ist noch ein Bunker. So. Oh wow. Halt mal. Der Ghost hier. Ciao. Ciao. Und du auch, ciao. So, jetzt bräuchte ich noch mal ein paar Marauders mehr. Dass wir das Haupthaus hier down kriegen. Sehr gut. Okay, das dürfte eigentlich reichen. Ja, mit dem, was da noch kommt, auf jeden Fall. Haben wir es eigentlich geschafft, Freunde. Ziemlich souverän. Okay, gut. Wir stoßen noch dazu. So, komm. Und dann würde ich sagen, finaler Schlag. N1 aufs Haupthaus drauf. So. Marines können eigentlich schon... Ja, wobei. So. Sehr schön. Schon gut, ich gebe auf. Ihr habt ja euren verdammten Adjutanten. Ich sollte dem Universum einen Gefallen tun und dich umlegen, Orlan. So dumm nur, dass ich dich vielleicht eines Tages brauchen könnte. Mira, sei so gut und regel das. Mit Vergnügen, Rainer. Ich werde mich gut um diese Schlange kümmern. Und sogar umsonst. Und sogar umsonst. Sehr schön. Alles klar, vernichtet die, was war hier noch? Vernichten sie in Halsabschneider auf normal, insgesamt 25 Einheiten mit Spinnenminen. Also ich muss wirklich sagen, die Achievements hier interessieren mich nicht sonderlich, muss ich sagen. Also Achievement Hunter bin ich jetzt, nö, eigentlich nicht. Gut, Freunde, da würde ich sagen, war der Part lang genug. Wir haben jetzt im nächsten Part die Ehre, den Adjutanten vielleicht mal zu sehen, was er so zu sagen hat. Bis dann.